Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und wenn ich so schnell rede, dann habe ich nur drei Minuten Zeit, um eure Fragen zu beantworten. Und die Zeit, die läuft ab. Jetzt, erste Frage, leider schon sehr lang. Kann man sich auch auf das Urheberrecht beziehen, wenn man beispielsweise an einer Ampelkreuzung durch das Driften eine besonders kreative Reifenspur verursacht und konnte man dadurch eine Reinigung der Straße nicht sogar verhindern? Naja, wenn ich mal so ganz kurz das durchprüfe, durch das Driften ist ein Kunstwerk Teil der Straße geworden, weil fest verbunden mit der Straße, damit im Eigentum der Stadt oder des Straßenträgers. Damit darf der Straßenträger das Kunstwerk komplett entfernen, aber nicht entstellen. Also Teile dürften dann nicht mehr bleiben. Das war eine Blitzlösung hier von mir, aber die müsste eigentlich sogar richtig sein. Darf ich mit meiner Prepaid-Karte, auf der schon 10 Euro sind und die ich für 1 Euro beim Mediamarkt erworben habe, im Internet Käufe per Handyzahlung betätigen? 10 Euro sind drauf, die ich für 1 Euro beim Mediamarkt erworben habe. Warum nicht? Ich meine, wenn der Mediamarkt dir solche Prepaid-Karten verkauft, wo 10 Euro drauf sind, keine Ahnung, wie der Mediamarkt das finanziert, damit kannst du dann natürlich einkaufen gehen. Ist nur ungewöhnlich, dass 10 Euro Prepaid-Karten für 1 Euro verkauft werden, aber tatsächlich, das sollte wohl möglich sein. Wenn man einen Autounfall verursacht und die Polizei dann fragt, ob man die Schuld eingesteht, sollte man dann am besten schweigen und sich nicht zur Sache äußern oder doch die Schuld eingestehen? Nein, man sollte tatsächlich die Klappe halten, denn das kann man gar nicht sagen, ob man schuld ist oder nicht, weil man vielleicht gar nicht weiß, wie die Außenumstände waren. Und wenn ihr da einmal ein Schuldeingeständnis in der Akte habt, ist es schwer für uns, wieder runterzukommen. Ihr könnt also in der Situation immer sagen, nein, ich äußere mich hier nicht zur Schuldfrage und auch nicht zum sonstigen Hergang. Das kann man nachträglich immer noch machen. Das kann euch auch nicht negativ in irgendeiner Weise ausgelegt werden, denn keiner muss sich in Deutschland selbst belasten. Wenn ich einen Film oder eine CD erst illegal runterlade und ein paar Tage später sie dann ganz legal nochmal kaufe und dadurch ganz normal im Besitz bin ich dann immer noch verklagbar für die erste Tat. Das bin ich übrigens schon öfter gefragt worden. Jetzt ist es nur dummerweise so, wenn ihr einen Film herunterladet, in den Tauschbörsen zum Beispiel, dann ist gar nicht das Schlimme, dass ihr den runterladet, sondern dass ihr den wieder rauf ins Internet schickt. Der Upstream ist das Schlimme. Und der wird natürlich auch nicht zunichte gemacht, nur weil ihr nachher das Original kauft. Und ansonsten wird jede Kopie für sich betrachtet. Das bedeutet, wenn ihr vorher eine Urheberrechtsverletzung begangen habt, ist die, also sagen wir mal, weil ihr bei RapidShare was runtergeladen habt und ihr wusstet, dass es illegal war, dann bleibt die Urheberrechtsverletzung bestehen, auch wenn ihr nachher ein Original kauft. Aber schlimmer ist sowieso der Upload. Wird Sarkasmus von Anwälten wortwörtlich genommen? Sarkasmus, jetzt müsst ihr fast mal googeln, was jetzt der Wortsinn von Sarkasmus ist. Ihr stellt mir Fragen, Leute, da kann ich nichts zu sagen. Wir sind manchmal ein bisschen sarkastisch, aber das doch nur hier in diesen YouTube-Videos, oder? Darf die Polizei Menschen einfach so filmen, wenn es einen Einsatz von Bodycams in Deutschland gäbe? Ja, wenn es diese Bodycams gibt in Deutschland, dann ist es tatsächlich so, dass man dann auch filmen darf, denn das ist natürlich zwangsläufig damit verbunden und insofern kann die Polizei in dem Moment, wo Bodycams erlaubt sind, die ersten Bundesländer testen die ja gerade, auch filmen. Aber wohlgemerkt nicht überall. Es gibt also Regeln für den Einsatz der Bodycams, sind jeweils vorgesehen. Bei Demonstrationen und solchen Geschichten kann die Polizei filmen, aber eben nicht so wild einfach in Deutschland rum. Und ich höre gerade, dass meine Zeit schon abgelaufen ist und dass das meine letzte Frage war und ich damit mal wieder gut im Schnitt liege mit 2, 4, 6 beantworteten Fragen. Aber ich brauche Nachschub von euch. Nachschub in Form von Fragen. Unter dem Hashtag ChallengeWBS könnt ihr diese Fragen irgendwo in die sozialen Netze posten und ich werde sie dann nächsten Mittwoch schon hier in meinem kleinen Loskörbchen haben, vielleicht auch ziehen und beantworten. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.